Es ist der 12. Januar, als Irmgard aus Bad Schwartau einen schockierenden Anruf bekommt. Ihre Freundin soll einen tödlichen Unfall verursacht haben und sitzt deswegen in Untersuchungshaft. Nur gegen eine Kaution in Höhe von 120.000 Euro komme sie frei. Mit dem Schock, dass das einer Freundin passiert oder vielleicht einem Angehörigen, ist es noch umso schlimmer. Da bedenkt man auch nicht alles, was man jetzt so nebenher sich sagt, dass das alles nicht stimmen kann. Ne? Da sind sie so in Panik, da bleibt das einfach außen vor, das reale Überlegen. Zunächst will Irmgard zahlen, doch die Nummern, die sie von den Betrügern bekommt, machen sie stutzig. Sie holt ihren Ehemann Hans-Oskar zu Hilfe. Er überprüft die Telefonnummern. Na, ich bin da runtergegangen, habe einfach zugehört. War aber skeptisch, weil da ein großer Druck ausgeübt worden ist und vor allem die Telefonnummern waren sehr seltsam. Haben eigentlich nicht besonders gepasst. Ich habe dann ein anderes Telefon genommen, bin in einen anderen Raum gegangen, habe versucht, diese Nummern anzurufen und habe immer gehört, dass diese Nummer gar nicht vergeben ist, bei allen Nummern, die die gegeben hatte. Keine der Nummern stimmen. Sofort alarmiert Hans-Oskar die Polizei. Doch bevor die Beamten eintreffen, legen die Betrüger auf. Für Uli Fritz Gerlach von der Polizei Lübeck ist klar, dass das Ehepaar vollkommen richtig gehandelt hat. Ja, wir von der Polizei können da nur Danke sagen, denn genau diese Berichte der Betroffenen helfen uns weiter, gerade auch in entsprechenden Alterskreisen umfassend aufzuklären und darüber zu berichten, was passieren kann. Die Maschen der Betrüger, die entwickeln sich weiter. Und wenn wir keine entsprechenden Aufklärungen betreiben und auch keine Anzeigen erstattet werden würden bei uns, dann würden möglicherweise noch mehr Betrugsfälle geschehen. Insofern ist es für uns, für die Polizei, eine sehr, sehr gute Hilfe, dass das Ehepaar sich dafür bereit erklärt hat, entsprechend Auskunft zu geben. Irmgard und Hans-Oskar haben sich bereits von dem Schockanruf erholt und hoffen, dass sie mit ihrem Gang in die Öffentlichkeit weitere mutmaßliche Opfer warnen. Wenn ich nochmal so einen Anruf bekäme, ist ja jetzt auch nur ein theoretischer Fall. Erstens hatte ich schon mal eine Schulung durch diesen Anruf und wahrscheinlich würde ich einfach auflegen. Weil ich davon ausgehe, wenn tatsächlich ein echtes Unglück passiert ist, wird sich jemand nochmal melden oder die Polizei vor der Türe stehen.